Bei uns ist Ski-Freestylerin Laura Grasemann. Herzlichen Glückwunsch, das Sochi-Ticket ist gebucht. Bevor wir auf die Spiele kommen, aber die Frage nochmal, der Blick zurück. Wie ist die Weltcup-Saison für dich verlaufen, wenn du da nochmal die einzelnen Stationen ein bisschen Revue passieren lässt? Ja, unser Weltcup-Start war in Ruka in Finnland. Das lief gut an. Die Platzierung war leider noch nicht so, dass ich damit wahnsinnig glücklich war. Aber die Fahrt, die war auf jeden Fall vielversprechend. Nach der Fahrt wusste ich, dass ich das auf jeden Fall schaffen kann mit dem Olympiaticket und dass ich durchaus auch mal unter die Top 16, 15 fahren kann. Dann der zweite Wettkampf war in Calgary. Der lief für mich optimal. Ich habe dort gleich mein halbes Olympiaticket gelöst als 12. Die Piste war sehr anspruchsvoll, aber ich bin sehr gut damit zurechtgekommen. Ich bin mit den Sprüngen sehr gut klargekommen und auch mit der Fahrweise. Danach wurde es ein wenig schwieriger. In Deer Valley haben meine oberen Sprungpunkte waren leider nicht ganz zufriedenstellend. Im Wettkampf drauf habe ich dann versucht, die eben viel höher und weiter zu setzen, was dann leider schief ging. Ja, und in den letzten zwei Wettkämpfen lief es dann leider auch nicht mehr ganz optimal. Aber insgesamt bin ich mit der Saison sehr zufrieden. Ich bin besser gefahren als in den ganzen Jahren davor. Und vor allem habe ich es geschafft, dass ich gezeigt habe, dass absolut Potenzial nach oben da ist. Und dass man in den kommenden Jahren definitiv noch mit den deutschen Freestylern rechnen kann, insgesamt mit der ganzen Mannschaft. Die Spiele rücken jetzt näher. Was machst du mit deinem Trainer, mit der Trainerschaft noch in den Tagen, bevor es dann gen Osten geht? Also in erster Linie erstmal regenerative Dinge. Ich bin am 21. erst von der Weltcup-Tour nach Hause gekommen. Und jetzt ist als erstes mal Regeneration auf dem Programm und danach Aktivierung über Schnelligkeit, Krafttraining. Ja. Wann reist ihr nach Sotschi? Ich fliege am 1.2. von Frankfurt aus nach Sotschi. Dort haben letztes Jahr ja auch schon Weltcups stattgefunden. Warst du dort auch am Start? Leider nicht. Ich war letztes Jahr verletzt. Ich hatte Probleme mit dem Sprunggelenk und deswegen war ich leider nicht in Sotschi. Weißt du von den Teamkolleginnen, Teamkollegen, hast du ein bisschen was gehört über den Hang? Hat man da schon Vorstellungen? Setzt man sich damit schon auseinander oder lässt man das einfach auf sich zukommen? Also aus Deutschland war leider letztes Jahr niemand in Sotschi. Das heißt, von denen habe ich nichts gehört. Man hat ein bisschen was von anderen Nationen gehört, aber jetzt auch nicht allzu viel. Ich lasse das mehr auf mich zukommen und bin dann gespannt, was die dort hinstellen. Jede Piste, also die Piste ist jedes Jahr anders, die Schneeverhältnisse sind anders, von daher kann man da auch im Voraus nicht allzu viel zu sagen, wie es aussehen wird. Begleitet dich aus deinem persönlichen Umfeld jemand, Freunde, Familie oder reist du letztlich mit deinem Trainerteam allein nach Sotschi? Ja, meine Eltern suchen noch nach Karten, allerdings ist es schwierig, besonders jetzt auf die Schnelle, eben so kurzfristig noch etwas zu kriegen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es reicht, aber sonst reise ich allein mit Patrick und... Aber wir sind ein gutes Team, das fast auch. Kommt auch ein Maskottchen mit? Ja, der ein oder andere Glücksbringer, aber kein richtiges Maskottchen. Es ist eine Frage, die wahrscheinlich sehr oft gestellt wird. Olympische Spiele sind das Größte für einen Sportler. Ich nehme an, entsprechend groß wird die Freude bei dir sein, dort jetzt auch teilzunehmen. Mit was für einer Erwartungshaltung fährst du dahin? Wie lässt du das Riesenevent auf dich zukommen? Ja, also ganz richtig, ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Ich habe relativ keine konkreten Erwartungen daran. Ich möchte mich einfach beeindrucken lassen von dem, was dort geboten wird, mich überraschen lassen. Ja, und gehe dort ganz offen hin und werd schauen, was die Spiele für mich bringen. Wisst ihr schon, wo genau ihr untergebracht sein werdet? Nein, leider nicht. Ich weiß, dass wir in Rosakutor sind, aber die Unterkunft weiß ich noch nicht. Wie weit ist das in etwa weg von eurem Wettkampfareal? Wisst du das schon? Das weiß ich leider auch noch nicht. Keine Ahnung. Dann lassen wir das auch auf uns zukommen. So offen, das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, da hinzufahren. Je mehr konkretere Vorstellungen man im Vorfeld hat, desto enttäuschter ist man nachher unter Umständen nur. Wir drücken dir die Daumen, wünschen alles erdenklich Gute für die Olympischen Spiele. Vielen, vielen Dank.